Ja, ich bin ja gerade dabei, hier dieses Schiff zu demontieren. Und das hat ja auch schon ein paar... Ah! Aber scheiße, Mann. Im All ist das nicht so leicht, wie ihr seht, Leute. Ich muss das jetzt mit meinem Körper irgendwie stoppen. Hallo! Hallo, Halli, Hallöle! Hey! Und willkommen in der 37. Folge in unserem Space Engineers Let's Play Together. Ja, wir bestehen immer noch aus der Besatzung aus der letzten Folge, nämlich Starblade und Zorni sind am Start. Gude. Gude. Hallo. Gude. Hallo, Halli, Hallöle. Und ja, der Zorni muss gleich weg. Da müssen wir nochmal einen kleinen Schnitt machen. Ich kümmere mich jetzt drum hier, dass hier genug produziert wird. Produktion. Wir brauchen nämlich ganz, ganz viele Stahlplatten. Ja, natürlich macht die Raffinerie gerade irgendwas anderes. Hat jemand schon im Auge die Raffinerie, so dass ihr da das bastelt, was am wichtigsten gerade ist, oder? Nö. Ja. Warte mal, dann gebe ich erstmal hier ein paar mehr schwere Panzerungen in Auftrag. So, jetzt gucke ich nochmal hier ins... wo muss ich denn hin? Produktion? Nee. Hä? Bin ich gerade... Oh, Meteorschauertreffer. Warte mal, das war doch hier. K? Ja, genau. Hier wollte ich hin. Ich will nämlich, dass der jetzt Eisenerz macht. Wie kann man denn bestimmen, was die Raffinerie als erstes angeht? Eigentlich. So. Einfach umziehen. Also auf den ersten Slot, ne? Ja, genau. Umswitchen. Ja, das macht er irgendwie nicht bei mir. Da ist jetzt gerade Nickelerz als an erster Stelle. Und der macht auch gerade Nickel. Ich kann das nicht umswitchen. Keine Ahnung, was. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, ist auch egal. Ist schon die Raffinerie. Ja, gut, müsste eigentlich auch so funktionieren. Ja, ich bin beim Assembler gerade dran. Nee, geh in die Raffinerie und dann mach das da. Okay. So, warte mal, probieren wir es mal hier. Assembler, wo ist Raffinerie? Wo ist Raffinerie? Hier ist Refinery. Ja, gucken wir mal hier rein. Okay. So, hier haben wir das. Zack, Eisenerz. Ja, hier funktioniert's. Da hat das Double mal recht gehabt. Geile Sache. Guter Mann. So, die Stahlplatten werden produziert. Wessen Arsch, ey. So, ich habe mir einen Waypoint erstellt. Warte mal, warum sehe ich den gar nicht? Sag mir jetzt nicht die... Ah, doch, da, Hintereingang. Da ist er ja. Nice, geil. So, und dann mache ich mir jetzt nämlich hier vorne nochmal ein Waypoint. Deswegen gehe ich hier so in das Konstrukt rein. GPS. Neu von aktueller Position. Und den nennen wir Haupteingang. Haupteingang. So, super. Das Ding ist gespeichert. Hintereingang, Haupteingang, wunderbar. Weil ich gehe jetzt mit dem Minerschiff. Das ist ja jetzt halbwegs leer, glaube ich. Ich muss mal gucken. Gehe ich jetzt gerade mal hinter zu einem anderen gecrashten Minerschiff. Das muss nämlich jetzt noch komplett auseinandergeflext werden. Und hier haben wir noch ziemlich viel Stuff drin. Das muss ich jetzt noch ausladen. Habt ihr mal ein Layout gemacht? Also du wolltest ja in die Base zumachen, hast du ja gesagt. Ja, ja, ne? Ich hatte vor, so die Decke dann reinzuzaubern. Genau, und ich habe dir mal ein Layout gemacht für die Decke, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich die ungefähr machen wollte. Du müsstest ja nur so weiterführen, das ist halt nur so ein bisschen... Ja, das sieht sogar cool aus. Ich würde halt noch so ein bisschen Glas mit einbauen in die Decke, dass man halt sieht, dass man wirklich in Asteroiden lebt. Die Decke, oder? Echt? Ja, Glasdecke, Forschungsstation, mäßig, ich keine Ahnung. Mal gucken. Aber nur so, dass du halt dann hier, weißt du, diese Schrägen hier oben hast dann immer so, weil das danach geschmissen. In der mittleren hier kann ich dann die Farbe noch ändern. Das sah immer ganz cool aus. So. Okay, okay. Also erstmal nur so mit dem, also auch mit dieser Breite hier, dass du dann hier links und rechts so weitermachst von der Raumgröße her. Aber hier vorne sehe ich dann, so, dann hier willst du dann genauso die Ecke reinmachen, oder was? Hier so Bäm, Alter. Hier Ecke. Nee, so. Eigentlich auch. Aber warum laggt das so, Alter? Ja, der hat wieder diesen grafischen Blablub angemacht. Ich hab gar nichts gesagt, doch. Echt? Wer? Ja, super. Warum laggt das schon wieder so? Das war das letzte Mal so geleckt, als der Starblade diesen komischen. Gravitations weißt du? Penner angemacht hat. Ja, das ist deine Schuld. Junge. Hier läuft ja alles irgendwie. Hä? Drunter und drüber. Hat gar keiner was gemacht gerade, ey. Ich hab auch nichts. Ich bin nur vorgelaufen, wollte gucken, welche Ecke ich nehmen soll. Was hast du gemacht, Starblade? Ja, ich bin hier am Minern. Wahrscheinlich hat er den ganzen Asteroiden zwei Hälften zerberstet. Boah, hier, das laggt ja echt schon ein bisschen, ey. Aber warum? So dezent, FPS Alter. FPS sind immer noch über 80. Echt? Ja. Okay. Ja, FPS, stimmt. FPS ist gut, aber das sind wenn hier voll die... Wenn ich im Schiff drin bin, lag's auch nicht. Hä, hey, warum? So, bam, ich hab's rüber gedroppt. Geh mal ins Schiff rein, guck mal, lag's nicht. Ehrlich jetzt? In Third Person lag's. Doch, in Third Person lag's. Aber nicht mehr so viel. Na, im Schiff lag's auch. Man sieht es an dem Truster. Echt, bei mir war's gar nicht. Ja. Nee, ja.
Keine Ahnung, müssen wir eigentlich mal neu laden, das Teil. Mhm. Du musst ja jetzt eh gleich weg, hast gemeint, bisschen Dozent spielen und so, habe ich gehört. Ja. Ja, von daher würde ich sagen, Leute, machen wir hier kurz einen Cut und danach, werden Starblade und ich meine Wenigkeit hier noch weitermachen. Wie gesagt, habe ich noch vor, dieses eine Schiff da auseinander zu bauen. Und später dann in den folgenden Folgen hoffen wir mal, dass wieder die ganze Sippschaft da ist. Und dass wir dann wieder mit voller Manneskraft hier an unserem Objekt arbeiten können. Dann würde ich sagen, ja, wir machen jetzt erstmal einen Schnitt. Ich lade das Ding neu. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Schnitt. Also Sony, du verabschiedest dich schon mal, du bist ja dann weg, ne? Jo, tschüss. Tschüss, tschüss. Okay, bis gleich. Hi. Yo, 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 hier sind wir wieder ohne Lags, ja. Woher diese mysteriösen Lags kommen, weiß ich auch nicht. Starblade ist noch hier mit mir. Lost in Space. Und, ja, ich wollte eigentlich auf meine Mission gehen, dieses eine Minerschiff auseinander zu basteln. Deswegen nehme ich mir dieses hier mal mit. Achso, das ist deins, ja. Ja, das war meins. Wo ist denn deins? Ah, da ist deins. Ah, okay. Ja, pass auf, dass du es nicht anrempelst. Ja, ja, ich bin vorsichtig. Ist gar nicht so leicht hier. Ey, ich könnte mal echt dickere Scheinwerfer gebrauchen hier auf dem Schiff, ne? Du kannst die einstellen, wie? Dass die schnell heller leuchten. Wie, ehrlich? Ja, in dem Kontrollmenü, oder was? Ja, genau. Warte mal. Gyroskop, mittlerer, bla bla bla, Scheinwerfer. Oh, was wollen wir denn mit einer gelben Farbe? Nee, das ist überhaupt nicht mein Farbtyp. Wir wollen weiß. Dafür müssen wir doch... Aber am besten tust du beide... Warte mal, Scheinwerfer... Erstmal weiß, Radius hier... Spotlight 3-4 Meter. Das ist dasselbe, glaube ich. Blinkdauer, Blinkabstand, ne, blinken wollen wir nicht, Intensität wollen wir auf 5 haben. Was du brauchst, ist Radius, die Intensität und eventuell die Vignettierung, wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, wie... Vignettierung, Glaub, das ist so der Kegel oder so. Exponentielle Abnahme des Lichts, na, dass das Licht abnimmt, wollen wir nicht. Ich habe den Radius jetzt aber höher gemacht, ich sehe schon unten, dass es mehr wird. Ja, ja, ne? Auf jeden Fall, das ist sehr gut. Ja, aber trotzdem ist es noch ziemlich dunkel hier. So, jetzt muss ich erstmal den Hintereingang hier wieder finden, wo ich raus muss. Weil eigentlich war der ja da oben irgendwo. Boah, Schwarzlicht wollen wir nicht. So, warte, hier ist der Hintereingang. Jawohl, geile Sache. So, jetzt muss ich wieder zum Vordereingang finden. Haupteingang, so, der ist ja da hinten. Und irgendwo da war ein gestrandetes Minerschiff, wahrscheinlich auch von Asteroiden zerberstet. Ja, und, das kann sein. Das kann gut sein, ja, weil mitten ins Cockpit hat es da reingeschlagen. Muss mal schauen, da ist das gute Stück, das bauen wir jetzt auseinander. Schiffe am besten kurz vorm Ende und so immer dann reinstellen, abspeichern, gut ist. Hätten wir denn jetzt theoretisch schon genügend Materialien, die wir brauchen, um eine zweite Raffinerie zu bauen, oder sind wir da noch weit entfernt von? Absolut weit entfernt. Wir haben einige Komponenten einfach nicht, wie gesagt, Platin, Silizium, etc. pp. Okay. Ja, wenn du willst, kannst du dir das ja so ein bisschen zur Aufgabe machen, das Zeug ranzuschaffen oder so. Wie gesagt, also, du brauchst einen Sensor, ne? Ja, das wäre echt klasse. Ja. Ah ja, für einen Sensor, meine ich, müssten wir genug haben. Hä, was mach ich denn hier? Ich muss mal schauen. Sensorkomponente braucht, glaube ich, Kupfer, oder? Nickel. Das Coole ist, ich sehe, ey, dieses HUD hast du jetzt auch, ne? Dieses Halo-mäßige HUD da, ne? Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Dass du so dieses O2 siehst und deine Health Bar und alles. Ach so, ja, klar. Und da siehst du auch, wie viel Cargo du hast, also wie viel Platz. Auf der rechten Seite, meine ich. Ich probier mal was zu produzieren. Das ist richtig, richtig cool, ey. Wo ist denn die Sensorkomponente? Bin ich jetzt echt noch nicht voll? Oh, bleib doch mal stehen, jetzt treibt dieses Schiff hier quer durchs All. Ah, da brauchen wir Platin, hab ich so gewusst. Aber wir können ja Reverse Engineering machen, sprich, wir können ja Zeug demontieren und da kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen Platin raus. Ja, ich bin ja gerade dabei, hier dieses Schiff zu demontieren. Und das hat ja auch schon ein paar... Ah! Aber scheiße, Mann, im All ist das nicht so leicht, wie ihr seht, Leute. Ich muss das jetzt mit meinem Körper irgendwie stoppen. Hallo? Hallo? Alter, das Ding will jetzt stehen bleiben. Ich muss es jetzt gegen den Asteroiden drücken. Bleib da jetzt stehen. Gusch! Ich demontiere erstmal das ganze Kram. Vielleicht kriegen wir dann Platin raus. So, jetzt bleib doch mal hier, bitte. Okay, ich bin auch gerade dabei. Ich bin schwer am Schaffen. Es ist gar nicht so leicht, so ein treibendes Schiff zu demontieren. Aber es gibt ja die Möglichkeit, da diese Masse-Dingsbums da dran zu bauen und dass der dann faktisch angezogen wird. Okay. Ja, genau. Ich habe doch letztens das Ding gebaut, da wo diesen mega krassen Generator, wo wir dann auch Lags hatten. Meinst du? Ja.
Oh, das ist richtig gut zum. Ja, Mann, das ist das. Ein Gravitationsgenerator, der zieht dann das Ding nämlich wieder an oder so. Ja, das Geile ist halt, wenn dann irgendwelche Bauteile im All rumschweben, werden die direkt angezogen. Das ist dann schon praktisch, aber ich bin jetzt glaube ich, schon halb fertig. Gut. Wie sieht's denn aus mit meinem. Ah, ich habe noch so viel Platz, ey. Habe ich so ein großes Inventar? Krass, ich kann fast das halbe Schiff hier einstecken. Jetzt hör doch mal auf, hier rumzubouncen, ey. Das ist eine Arbeit, Leute. Ich sehe schon wieder in den Comments. Hättest du doch das und das gemacht, wäre viel leichter. Ja, ja. Ich mag's gern kompliziert. So, Sensorkomponente. Ja. Ja, nice. Dann hast du. Ah, das Miner-Schiff, das müssen wir dann auf jeden Fall auch in eine Station parken, weil das ist dann mit dem Sensor schon ein bisschen mehr wert als die anderen Gurken. Nice. Oh, ich hab's gleich hier. Eine Sensorkomponente. Bleib doch stehen, du Schiff, du. Das ist aber ein Haufen Metall, den wir da rauskriegen. Doofes Schiff, du. Mhm. So, machen wir mal 50 von denen. Oh, jetzt muss ich natürlich wieder nachproduzieren, aber egal. Guter Herstellungskomponente, interne Panzerung. Läuft. Läuft bei uns. Aber das ist so eine schöne, herrliche Ruhe, Leute. Oh, also, geil. Kein Chaos, kein Rumgeflamme. Ja, Mann. Das war schon hart. Also ja, vom Bimboy habe ich ja gehört, der hat sich so ein bisschen unterbeschäftigt gefühlt. Wo ist denn jetzt das Schiff hin, Alter? Hä? Bimboy, ja, Mann. Haben wir auch ein Thema gehabt in einer der vergangenen Folgen, ob der Bimboy streamen soll. Da sollt ihr deftig Comments schreiben. Ah, er hat gemeint, er wäre etwas unterbeschäftigt gewesen. So, jetzt warte mal, hier ist das Schiff? Aber wo ist jetzt das abgebaute Schiff? Ich glaube, das ist floating in space mäßig weg. Warte, hier ist der Haupteingang, hä? Habe ich hier überhaupt. Ah, das Licht, das bringt ja gar nichts, ey, was ich da am Handy hab. Das echt? Bei mir ist das richtig ja, fett hell, Alter. Ja, du musst dann aber schon nah an einem Objekt sein. Ja, mein Gott. Wesentlich nah. Ich glaube, ich habe das Schiff verloren. Das ist jetzt irgendwo hier am Rumfloaten. I don't know. Ich habe überwiegend den Großteil des Schiffes auseinandergebaut. So, ich glaube, ich habe jetzt gleich meine Sensorkomponente. Jawohl. Das ist jetzt aber echt blöd. Naja, Leute, kann man nichts dran ändern. Das Ding ist weg. Ich finde es jetzt. Ah, da ist es. Ich hab's. Motor. Wie es hier einfach quer durchs All schwebt, das Teil. Oder warte mal. Ist das hier das Schiff? Hä? Was ist das für ein Schiff? Hast du dein Schiff zufällig an einem Asteroid stehen lassen? Ich habe hier noch ein Schiff gefunden. Ja, das kannst du gerne auseinanderbauen. Nee, das fliegt aber. Ja, das macht nichts, aber dafür ist kein Bohrkopf vorne dran. Ach, okay. You know. So läuft der Hase. Aha. Dann würde ich sagen, bringe ich das Ding mal hinter zum Hintereingang, flieg rein, lass es da kurz stehen, dann kann man das direkt an der Station abbauen, dann muss man auch nicht hin und her wegen Cargo-mäßig. Dann fliege ich nochmal ohne Schiff raus, hol mal mein Schiff. Und dann fange ich mal an, das Dach zu bauen. So, wo habe ich denn einen schönen Hintereingang? Aber meine Sensorkomponente. Mein Sensor. Jetzt kann ich endlich mal. Oh, irgendwie fehlen dem Schiff anscheinend ein paar Thruster, ey. Iron. Wo komme ich denn hier jetzt rein? Alter, diese Asteroidenhagel. Leute. Damit haben angelackt. Es kann sein, dass du die Lichter vielleicht ein bisschen versetzt bauen musst, damit die da besser ausleuchten, ja. Okay. Kann so sein. Wollte ich mir vielleicht auch mal überlegen. Fast den Asteroid gecrashed. So, ist denn jetzt der Eingang hier? Jetzt habe ich mir das Ding schon markiert und ich finde ihn nicht. Okay. Geil. So, was haben wir denn hier? Hintereingang. Nickel, Iron, Eis. Iron. Bin ich blöd, Alter? Da, noch ein Meteor. Uranium, Silber. Oh. Ach, hier ist er. Nice, ich habe ihn gefunden. Uran ist natürlich verflucht wichtig. Das brauchen wir, ne? Für die Station, ne? Ja, ohne Strom nichts los, du. Ja, habe ich auch mal gehört. Alter, ist es hier drin jetzt hell. Da wegen dem Daylight Cycle. Tag- und Nachtzyklus und so. Okay, so das Ding parke ich jetzt dann hier oben. Hat sich gerade so angefühlt, wie als hätte ich alles gecrashed. Ah, perfekt geparkt, du. So, jetzt gehen wir mal vorne raus. Ob wir das überhaupt noch können, weiß ich nicht. Weil da hatte ich schon ganz schön dicht zugebaut, aber es geht. So, jetzt muss ich nochmal das andere Schiff finden. Wo haben wir das? War das hier? Ist das da? Ne, ach, das ist Starblade, Alter. Ich wollte gerade sagen, mein Schiff macht sich selbstständig.
What? Ach, da What? Unten ist es. Nee, nee, alles cool, alles okay. Alles cool. Alles cool, easy peasy cool. Und so. Easy peasy, mein Freund. Ja, oh, komm, dass ich hier nicht doppelt laufe, mache ich das Schiff auch jetzt gerade mal voll. Natürlich habe ich den Bohrer nicht mehr equipped. An, aus, bam. Ja, komm, dann geselle ich mich mal zum Starblade hier. Wo auch immer der war. Ach, da oben ist er. Das Ding schon wieder voll, oder was? Und wie sieht das aus, was wir brauchen? Das Mineral, Ja, Silber, Uranium, warte mal, ich muss jetzt gucken. Ist es so weißmäßig? Es sieht aus wie Eis, das Silber. Schwarz ist ja Plutonium, Uran, ja. Okay. Schauen, ich muss schauen. Ich gebe mir gerade Dirty Harry Miner mäßig. Jo, ich flieg mal zum nächsten. Mal gucken, abchecken. Ja, Mann. Was ist hier auf der Oberfläche von dem Asteroid hier? Dieses weiße, weiß-gräuliche? Das ist Gestein wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke. Ja, okay. Das ganze Gestein, das brauchen wir ja überhaupt nicht, gell? Nee, überhaupt nicht. Alles rausschmeißen. Ja, Mann. Geile Sache. So, ich flieg mal zu dem größeren hier. So, wie sieht's hier jetzt aus? Iron. Produktion, Kobalt! Oh, nice. Magnesium, ja. Weißt du, jetzt wo du den Sensor hast, findest du den ganzen Scheiß. Ja, klar. Magnesium. Oh, ich will auch unbedingt diesen riesengroßen Bohrkopf ausprobieren, da diesen Mega-Dong-Bohrkopf, ey. Haben wir ja? Ja, durch die Modpacks, die wir installiert haben. So ein Riesenteil, das ist ja größer als unsere Station, ey. Ich krüppel hier mit dem kleinen miesen Teil hier rum, ey. Ja, ich will aber nicht wissen, was du dafür Material dafür brauchst. Ey. Ja, das gut, das ist natürlich die andere. Wird wahrscheinlich richtig teuer. Aber rentiert sich. Kann schon sein. Ich glaube, ja. Mit diesem Bohrkopf kann man wahrscheinlich so diesen Asteroid, an dem ich jetzt gerade dran bin, mit einem Stück zerbersten. Ja, da wär's natürlich. Selbstverarbeitendes Abbauschiff vielleicht interessant. Ja, mit Raffinerie und allem on board, ne? Ja. Ja, eigentlich reicht schon die Raffinerie. Wie ist es dann, wenn du eine Raffinerie on board hast im Schiff und dann die fertigen die Rohmaterialien umgewandelt ins fertige Material? Kannst du die dann auch easy über diesen Pümpel da reinziehen? Eigentlich schon, ja. Geht, kannst eigentlich alles machen, ja. Weil irgendwie hat sich doch die Raffinerie dann aus den Schiffen auch Zeug rausgesaugt, wenn sie es gebraucht hat, ne? Wenn du mit dem Pümpel da verbunden warst. Aber das kannst du ja einstellen, ob du jetzt ausstoßen willst oder einziehen. Okay. Also vom Pümpel da. Okay. Pümpel, das ist auch ein gutes Wort, ey. Wir sollten echt bei der Nase anfangen, ne? Extremst High-Level-Sprache. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. High-Level-MLG-Sprache. Ja. Das gibt's nur hier bei uns, Leute. So, jetzt langsam sollte ich doch mal voll sein, oder? Wie schaut's aus hier? Inventar. Oh, ich bin voll, nice. Ah, jetzt habe ich natürlich hinter mir genau so einen kleinen Kackstein. Das ist nicht so gut, da muss ich echt aufpassen. Weil die kleinen Dinger, die machen viel kaputt. Das mag man gar nicht glauben, aber es ist so. So, jetzt zurück zum Hintereingang. Dann wird das Ganze umgeladen. Dann mache ich mich an den Dachbau. Dass wir da echt mal so ein bisschen hier was fertig kriegen. Weil jetzt gerade habe ich auch beim Fliegen so ein paar Lachs hier. Ja, ich auch. Okay. Das ist ganz komisch, warum fängt es immer mal an zu laggen, ey? Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist, ja, gerade geht's noch, ey. Ist hier. Das stottert schon ziemlich. Ja, gerade noch so auszuhalten. Warte mal, 180 Meter Hintereingang. Ob ich den jetzt wieder finde. Ey, warum laggt das denn so? Das gibt es doch jetzt nicht. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's. Ja. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen kann, ey. Das ist ganz komisch. Vielleicht wissen das die Zuschauer, vielleicht haben die mal was gelesen. Ja, oder so. Wenn ihr irgendwie was wisst oder so. Zu unseren Game-Presettings. Wir haben halt Asteroideneinschläge auf sehr häufig. Vielleicht hängt es damit zusammen. Vielleicht müssen wir das runterstellen. Oder kann aber, ich mir nicht vorstellen. Weil oder das aber, war ja gar keine. Ja, keine Ahnung. War ja keine Nachricht, dass da jetzt gerade. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Da jetzt fängt es wieder an zu stocken. Aus. Hast du auch? Das Stocken gerade? Ja. Ja, ne? Das ist schon ein bisschen nervig, ey. Komisch, das ist auch sau schwer, so ein Schiff zu landen. So, hier ist der andere Miner, den werden wir noch zerbersten hier, die ganzen Materialien rausholen, die brauchen wir ja. Der hier bleibt ganz. So, jetzt steigt er mal aus, hallo. So, nice. Bin ich ausgestiegen. Kam das Laggen zufällig nur, wenn du am Minern warst oder so, oder sporadisch? Nein, eigentlich nicht. Okay, ja, das ist ganz, ganz komisch, du. So, da habe ich mir jetzt ein paar Metallplatten eingesteckt und wir bauen das Ganze ja schon direkt von vorne rein mit schwerer Panzerung. Deswegen muss ich mir jetzt hier erstmal
die schweren Panzerungsblöcke reinziehen, die brauchen wir. Eventuell brauchen wir die Schrägen hier auch. Und diesen Block bräuchten wir eventuell auch. Nice. So, super. Gut, da würde ich sagen, ich fange mit dem Dachbau an, aber ich sehe jetzt auch gerade so, wenn ich mal auf meine Uhr schaue, dass wir eigentlich schon wieder am Ende angekommen sind. Ihr seht, Leute, desto weniger wir sind, desto weniger geht's halt auch voran. Warum kann ich jetzt nicht bauen? Ah doch, es geht, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, alles war umsonst gewesen. Nee, es funktioniert aber wunderbar. Ja. Geile Sache, ja. Da haben wir jetzt die 37. Folge hinter uns gebracht. Ich hoffe mal, in den nächsten kommenden Folgen werden wir die werten Herren Psyker, Bimkills und so wieder alle zusammen vereinen, weil mit mehr Leuten können wir hier mehr anrichten, mehr Leute können Miner, mehr Leute können hier konstruktiv an der Base rumbauen und mehr so Leute Zeugs können und mehr Gedöns. Dummheiten. Genau, mehr Dummheiten babbeln oder auf irgendwelchen anderen Leuten, deren Köpfe rumtrampeln, ja. Bis dann einer richtig ausflippt, ja. Das gibt's auch alles, ja. Aber ich fand es jetzt mal ganz entspannt, hier so zwei Folgen mit einer kleineren Besatzung zu machen, weil da hat man echt so seinen Kopf für sich und fürs Bauen und für das Ding. Das war echt schon, das war schon pures Chaos, so die ersten Folgen hier auf dem neuen Safe. Aber gut, Zuschauer da draußen, ihr könnt wie gewohnt und wie gehabt Kommentare da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat, trotz der komischen Lags, die ich jetzt gerade habe. Da müssen wir nochmal dahinter kommen, wenn ihr wie gesagt eine Lösung habt oder wisst, woran das liegen kann, an irgendeiner Einstellung, an irgendeinem Game-Preset, dann schreibt es bitte, bitte in die Kommentare, dass wir dann irgendwann mal schlauer sind oder schlauer werden. Oder dass und vielleicht einige Mods irgendwie Probleme machen. Ja, das aber wir haben, das Ding ist, wir haben die Mods zwar geladen, aber die Mods sind nicht verbaut. Ja, mich, nicht, also ne? Ich glaube, Lags würden erst kommen, wenn. Oh, was? Was mache ich denn hier? Ich baue die ganze Zeit die falschen Blöcke, Alter. Ich bin so ein Esel, ne? OMG, Alter, Junge. Ohne hab ich hier, habe ich hier echt. Ey, nee, ey. Ich schieb's auf die Lags, Leute. Ja. Oh, nee, ey. Sind das jetzt alles die falschen hier? Sind das jetzt echt alles die falschen? Habe ich hier echt so gefailt? Warte, ich komme hier gar nicht rum. Hier, das. Das ist doch ekelhaft mit dem Laggen. Da müssen wir echt mal schauen, Leute, weil ich würde euch ja eine flüssige Aufnahme bieten. Ich meine, von den FPS her passt es, aber es sind halt irgendwie keine Ahnung, was für Lags. Aber gut, wir sind am Ende und wir wollten uns verabschieden. Also Genossen, Däumelein nach hoch, würde uns freuen. Und einen Kommentar, falls ihr Tipps dazu habt oder irgendwie irgendwas mal ablassen wollt, schreibt es in die Kommentare. Würde uns auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Freitag und Space Engineers. Also Genossen, haut rein. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Oh, deine Mutter, ich renne jetzt auf den Torwart drauf! Oh, der Ball ist im Rollen! Oh, lol! Da, lol! Da. Schieß rein, bitte, mach was! Ja, Mann, bitte! 9, 8, 7, wuhu! Ausgleich! Nein, oh, was? Tor. Oh, nein! Tor! Er verfehlt, er verfehlt! I wonder what you got for me? Egyptian pattern, it's got to be.